Ah, ich schon. Jo. Max wurde zu Gameplayer teleportiert. Was machst du? Ich gehe raus. Du gehst raus. Ah. Du sollst aber nicht zu mir teleportieren, ja? So. Wie viel brauchst du denn da ungefähr, Holz? Oh, paar Sticks. Ein paar Stacks. Ja gut, das wird mehrere Tage jetzt dauern. Also jetzt hier Minecraft-mäßig Tage. Könnte sein, dass ich noch in der Aufnahmesession vielleicht genügend Holz für dich zusammenbringe, aber es könnte knapp werden. Weil es einfach nicht so sehr viele von den Teilen gibt. Ich habe Zeit bis 21:30, ne? Ja, ich nicht. Bei mir wäre dann so um 20:30 Uhr Sense. Da haben wir ja noch genügend Zeit. Wobei, nee, bis 21 Uhr. Leute, ich hab einen Apfel. Yay, freu dich und beiß Hey, ich hinein. freue mich auch. Aber Mache ich auch ich gleich. hätte gerne jetzt eine Banane verspeisen wollen. Eine Banane? Wie kommst du jetzt auf eine Banane? Keine Ahnung. Wo wir gerade bei Obst sind. Ich esse sehr gerne Bananen. Boah, ich ganz ehrlich, ich bin so übelster Fan von Bananenmilch, aber Bananen einfach so, muss ich ganz ehrlich sagen, schmeckt mir nicht ganz so gut. Und Leute, bitte. Ja, ne? Es geht um Obst. Hättest du es nicht gesagt. Jetzt kommen nämlich wieder die Ersten. Er hat Banane gesagt. Problem ist bloß, das machen sehr viele gerne. Auf meinem Channel, auf seinem Channel und auf deinem Channel. Na, unser Channel, sag einfach unser. Ich glaube, eine Axt wäre jetzt nicht ganz verkehrt. Aber professionell, wie ich bin, habe ich mir natürlich keine gecraftet. Naja, ne? Also ich habe jetzt gerade einen Stack voll. Also insgesamt jetzt von. Na, wie willst du das haben? Mehrere Stacks voll, richtig mit Holz und nur mit Holzbrettern. Weil mehrere Stacks voll Holz, ich bin gerade bei 20. Zu deiner Enttäuschung mehrere Stacks davon. Scheiße. Das wird dann länger dauern. Ich habe gerade mal ungefähr den drittelsten Stack voll. Aber na gut. Was war Hauptsache, du machst etwas Interessanteres als gerade Bäume abfällen, weil ich glaube, das wollen die Zuschauer wirklich nicht sehen. Außer natürlich, wir labern dazu irgendeine geile Scheiße, like Gronkh, das auch wirklich jeden interessiert. Und deswegen würde ich mal sagen, bevor die Zuschauer jetzt wieder mehrmals abschalten, gib doch mal ein gutes Thema vor, über das wir uns jetzt mal unterhalten können. Etwas länger. Soll ich mir noch mal kurz in den Kommentaren schauen? Ja. Horrorspiele sollen wir. Wir sollen uns über Horrorspiele Ja. unterhalten. Sind die blöde? Ja. Das sehe ich. Mal ohne Spaß, Leute, wie sollen sie sich bitte in einem Video über Horrorspiele unterhalten? Man unterhält sich in Horrorscheiße. Ja, das. Nein, ich meine Scheiße, die Sonne geht unter. Ich muss jetzt nach Hause. Ich habe 25 Holz, ich drop die dir gleich. Stimmt, es Und geht die das Sonne Beste unter. noch, ich habe jetzt, wir haben ja. Nee, haben wir noch Bone Meal? Haben wir. Weil dann könnten wir jetzt ein paar Häuser, Gott, ein paar Bäume auf die Stelle machen. Ich hab jetzt nämlich noch ein paar. Ja, Ja. ich hab Mappe. Die können wir Boah, ja fuck, Alter, gleich bei den uns Baum muss oben ich noch machen, ey. anpflanzen. Ich habe Wenn noch ich mehr den Baum als. gemacht habe, gehe ich sofort nach Hause. Scheiß auf alles. Ich habe mehr als 30 Bone Meal, deshalb. Nice. Dann können wir uns da oben nämlich eine kleine Plantage farmen. Ich hab nämlich jetzt auch noch neuen Samen. Oh, fuck. Was? Du hast gerade Ich muss erst gemerkt, noch was über du so. Nein, ich gesagt muss aber hast, noch über. oder? Nein, ich muss aber noch über so einen fucking Gut. riesigen Berg drüber. Nimm doch einfach auch mein Ding. Was? Ich soll dein Ding nehmen? Bist du pervers irgendwie? Ist die Brücke, also. Ja, da bin Olli. ich aber noch nicht. Hinter der Brücke ist erst so ein riesen Berg, wo du hoch musst. Olli, du hörst dich so an wie unsere Zuschauer. Hä, was? Quengelig oder was? Nö. Bloß von Pervers? dem, was du verstehst. Ach so. Max, ich möchte halt nichts anderes verstehen. Das ist einfach so typisch Olli. Lass mal gucken. Ich bin Ich möchte gar nicht jetzt auf der wissen, was da Brücke. paar Leute aus meiner Klasse verstehen würden. Och, glaub mir, solange wir nicht an meiner. Ich bin die wenigsten wissen. Habe ich schon erwähnt, wo wir wohnen, Max? Nein, das wäre vielleicht auch besser so.
Gut, pass auf, denn wir haben nämlich die schlimmste Spastenmittelschule aus Oberschule dem. nennt sich das jetzt Ja, stimmt, neuerdings. Oberschule. Eigentlich ist es ja Spastenschule, weil da die ganzen geistig Behinderten draufgehen. Aber nichts gegen Leute, die auf der Mittelschule sind. Also Oberschule, draufgehen wäre Oberschule. mir ja sehr lieb, aber. So, Moment, ich gebe dir mal ganz kurz die ganze alles hier. Lass mal gucken, es reicht. Also eins der Kamm war mit Holz. Ja, wir haben fast zwei Stacks. Moment, einmal. Komm, ich gebe dir alles einzeln, weißt du, wie so ein Bettler. Ist nicht mehr Lustigerweise viel. schafft es meiner nicht, es einzusammeln. So, hier. Hier ist Nummer 64. Und dann Danke. habe ich hier noch 10 Setzlinge vom Eichenholz. Lass mal kurz schlafen gehen zu zweit, schnell, bevor die Mobs kommen. Ich schlaf über dir. Wunderbar. Auf dir. Nee, Ja, du okay, warst schöner. nice. Der Tag hat begonnen, das heißt sofort go go ab zu neuen Ufern, neuen Gefilden. Ah, da drüben sind gleich Bäume. Oh nein, Max, wie viel Ja. Glas hast du? Genug. Dann komm mal kurz her, ich brauche hier schnell eine Brücke drüber. Nur so eine ein Feld breite Brücke. Dann nimm dir vielleicht mal Erde, weil das Glas, das wollte ich gerade selber benutzen. Ja, toll, wenn ich keine Erde habe, wo hast du. Warte mal, ich mache eine Steinbrücke. Steinbrücke sehen eh am besten aus. Geht auch. Jo. Hat keiner was Also gegen. Leute, wir haben jetzt, wie gesagt, ein paar Folgen lang diese fucking riesige Höhle erkundet und all unsere Rohstoffe verloren, die wir uns da mühsam zusammengeschustert haben. Wir werden, nachdem wir ein bisschen am Haus weitergebaut haben, dann ein bisschen in der Höhle weitermachen. So, ich fülle mal unsere Öfen ein bisschen mit Kohle auf. Das ist. Oh, Alter. Ohne Spaß, wir müssen mal wieder Bruchstein farmen. Wir haben nichts mehr. Oder zumindest ich habe hier nichts mehr unten. Wobei, sind oben noch ein paar davon? Ja. Lass mal gucken. Da sind noch genügend und da sind mehr als genügend. Alles klar. Wird ein bisschen Aua. knapp, aber es geht. Dann baue ich jetzt ganz kurz hier eine Brücke rüber. So. Überall Kohle aufgefüllt, dann wird da schön geglast. Ich brauche erstmal Erde. Nein. Oh, verdammt, ey. Jetzt bräuchte ich wirklich mal eine. Boah, weißt du was? Ich mache mir jetzt noch ganz schnell eine. So, die halt die Grundressourcen so vom Stein her. Weil das geht ja mal gar nicht, ey. Wie langsam der hier abbaut. Machen wir noch schnell eine Axt und so. Ah. Axt, Spitzhacke und so. Falsch und knapp gedrückt. Ich wäre jetzt fast hier geradewegs in den Tod gerannt. Ja, kein Ding. Egal, So, die okay. Trollerei ist übrigens fürs erste Mal vorbei. Ja, das wäre schön. So ein bisschen, wo ist es denn? Holz brauchen wir ja, ne? Nehme ich ja Höhle das Holz, was kein Schwein Grundriss. haben Wir könnten noch ein wenig Sand benötigen. will. Machst du oben Nervsaft. drauf, mach oben drauf so eine riesige Etage, alles aus Glas, das wäre geil. Ich bin gerade am Grundriss des Bodens, ne? Ach so. Ich würde mal interessieren, wo du bist. Ich habe doch gesagt, dass ich die Villa auf die Glasbrücke draufstelle. Ach lol, du machst eine Villa auf die Glasbrücke? Ich mach die daneben und wie so eine Brücke in der Villa über die Glasbrücke drüber. Lol. Das wird lustig. Naja, Geschmackssache. Na gut, also wir. Schade, dass die Zuschauer jetzt nicht bei mir sehen können. Ich war nämlich so blöd und habe aus Versehen zwei Steine genau vor mir gecraftet ohne eine Spitzhacke. So. Da 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 da. Na komm. Wir gönnen uns jetzt Jetzt mal fett. noch eine Rundung in Minecraft bauen. Ich baue sehr gerne Rundungen in Häuser. Ich sehe es. Oder ich kann es mir vorstellen. So, jetzt bin ich wirklich perfekt ausgerüstet.
Und die Brücke sieht auch schön hässlich aus. Ja, die wird ja noch verschönert. Nein, meine ich jetzt hier. Meine. Ach so. Und der Boden soll komplett aus Glas werden. Okay. Weil das ist ja Das. voll die Brücke des Todes, ey. Wenn du da runterfällst, ey, dann ist aber Sense. Bei mir ist sehr luftig. Wenn ich hier runterfall, dann ist auch Sense. So, also ob das reicht? Es könnte richtig knapp werden, ob ich da noch drüben ankomme mit meinem Stein. Ist die Villa groß genug? Alter, ich bin gerade so drüben angekommen, ey. Aber gerade so. Und wenn. Nee, das ist nicht. Glaube ich zumindest. Wobei doch, das. Das könnte Eiche sein, was das, was ich hier gerade abhacke. Das ist es. Dann habe ich hier nämlich einen riesigen Baum. Ist hier auch meine Villa groß genug? Keine Ahnung. Schau dir das mal an, das Dilemma. Ich muss hier erstmal kurz alles abbauen, Max. Total Geht toller gerade schlecht. Ich Grundriss. bin gerade wie so ein Öko-Fotze einfach. Öko-Fritze heißt das ja nicht Fotze. In so einem Baum drinne. Aber vorher erklärst du uns erstmal, was das ist. Ein Dann lass ich dir was Öko-Fotze. sagen. Erklär uns mal bitte, was ein Öko-Fotze ist. Ja, meine lieben Kinder, das sind halt Leute, die sich aus Protest einfach mal wie die letzten geistig Behinderten in einen Baum reinsetzen und damit verhindern wollen, dass irgendetwas passiert. So, und jetzt habe ich das so konzipiert, dass ich zu wenig Erde habe und deshalb den ganzen Grundriss zurücklaufen muss und Da, da, langsam da. Höhenangst bekomme. Ja, kein Ding. Warte mal ganz kurz, meine Mutter ist da. Es ist einfach lachhaft, ey. Pass auf. Jetzt kann ich ja nochmal das Thema Eltern anschneiden. Ja, meine Mom kommt ja ungefähr 40 Mal am Tag zu mir ins Zimmer, um zu gucken, was ich gerade mache. So, jetzt kommt sie halt rein, um halt gerade die Sachen zu packen mit mir zusammen, weil ich ja, wie gesagt, morgen zum Sport muss. Und jetzt hat sie halt gesehen, dass ich Hausaufgaben auf habe, da wollte sie sie mal wieder sehen. Und da habe ich halt gesagt, ach Mom, und dann ist sie jetzt völlig genervt und beleidigt rausgerauscht. Naja, übrigens ist auch der Grund, warum ich gerade aus Minecraft kurz rausgegangen bin. So, ich bin sofort wieder da. Aber ich muss sagen, Max, die gute Arbeit an das Texture Pack ist wirklich geil. Ja. Lol, wo bist denn du? Lol, du bist ja ge. Lol. Gameplayer 305 steht noch bei mir drinne. Du hast dich selber erschlagen? Nee, aber da steht ja noch so komisch drinne und ich kann nichts abbauen. Steht Gameplayer 3050 wurde Naja, mein getötet. Geist, wo ich vorhin rausgetappt bin, der ist noch drinne. Jetzt levelt es doppelt. Ey, ich kann gerade auch gar nichts machen, ich kann nichts abbauen, nix. Minecraft, bugfreiestes Spiel von überhaupt. Das ist ein richtiger Witz, ich kann auch keine Sachen aufnehmen. Das dauert immer ein Stück, bis er sich gefangen hat. Ist das schlimmer, wenn du es connectest oder disconnectest, ja? Ist ein bisschen wie Windows. Ach ja, wurde ja von Microsoft gekauft. Es ist einfach wi jetzt. Gameplayer 305 wurde von Gameplayer 305 erschlagen. WTF. Und ich kann die Sachen immer noch nicht aufnehmen. Aber rein theoretisch habe ich damit gerade meine Sachen verdoppelt. Komm. Komm. Komm, Das jetzt sind sammle die keine Scheißsachen. Bugs, das sind nur Funktionen. Hä, voll. Es ist witzlos, ich kann die ganze Scheiße nicht mal aufsammeln. Geschweige denn abbauen. Oh, das wird lustig mit der Ich kann noch Villa. nicht weiter abbauen, ich kann gar nichts gerade. Boah, Alter, wie mir der Scheiß auf den Sack geht, ey. Es geht Tja, einfach gar nichts. zieh doch um.